Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Ja, und warum ich hier gen Himmel gucke, hat eine ganz einfache Bewandtnis und einen ganz einfachen Grund. Ich habe mal den Schwierigkeitsgrad höher gestellt, da mir aufgefallen ist, dass wir doch aus Versehen auf den leichtesten waren. Und ja, ich kenne es von meiner Privatwelt, in der ich jetzt noch so ein bisschen rumgespielt habe, dass es doch deutlich mehr Spaß macht, wenn auch mal ab und zu ein Asteroid reinklatscht. Ich hoffe mal, dass es nicht zu viele sein werden am Ende. Für den Fall, dass es so kommen soll, und so kommt es mit Sicherheit auch, habe ich auf jeden Fall vor, ein bisschen auszubauen. Wir werden also ein bisschen Gatling-Geschütze hier mal hinklabüstern. Muss mal gucken, wie und wo ich das alles hier genau mache. Ich will das hier jetzt auch so ein bisschen zu einer, naja, zu einer kleinen, schönen Space Station ausbauen. Bin inzwischen halt, dadurch, dass ich jetzt auch privat ein bisschen gezockt habe, etwas weiter. Weiß also auch schon ein bisschen mehr über das ganze Spielgeschehen. Drum und dran, hin und her und so weiter und so fort. Das erste, was wir jetzt mal machen werden, was ich dafür auch brauche, ist, wie gesagt, wir wollen jetzt Conveyor Tube brauchen wir. Den brauchen wir gegebenenfalls auch. Und das brauchen wir. So, dann gucken wir nochmal. Was bräuchte da? Alles geht erstmal alles mit Steel Plates für die grundlegenden Sachen. Wunderbar. Hier müssen wir ja noch von Hand bauen. Da muss ich mich jetzt doch erstmal wieder dran gewöhnen. In meiner Privatwelt fliege ich da inzwischen mit so einem. Ja, wie nenn ich es mal? Anderen Gefährt rum. Muss mal gucken, wie weit wir weggehen von unserer Hauptplattform für die Geschütztürme. Das möchte ich so ein bisschen auslagern einfach. Wir werden das ja auch alles so ein bisschen einpanzern, dass da so richtig schön ist. Ich wundere, habe ich überhaupt so viele. Ich habe tatsächlich nur Steel Plates dabei. What? Interieur. Oh. Ja, dann holen wir uns mal kurz ein Interieurplate. Oh, gleich vorweg mal hier die Frage. Wenn ihr mal da Interesse dran hättet, könnte ich euch selbstverfreilich auch mal meine Privatwelt zeigen. So als Special, könnte man sagen. Also wenn ihr da wollt. Wie gesagt, die ist etwas weiter als das hier im Moment ist. Mit etwas weiter meine ich, ja, doch einiges weiter. So, komm. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Wie weit gehen wir denn noch? Ich würde sagen, eins noch rüber, dann noch ein hoch und dann machen wir den ersten Geschützturm und dann machen wir hier auch. Dann haben wir schon mal zwei Stück, die uns hoffentlich schon mal so die meisten Asteroiden fernhalten. Ich hoffe nur eins, dass hier keins meiner Schiffe von meinen eigenen Geschützen dann abgeschossen wird. Das Problem habe ich nämlich in meiner privaten Welt, dass da ein privates Schiff von mir angegriffen wird von den Geschütztürmen. Zweifelsfall bringe ich unseren Drillmaster und das Ding dann erst an Sicherheit, den ich im Übrigen auch nochmal erweitern werde. Ich werde da noch ein paar kleine Reaktoren reinbauen, ich werde das Batteriepack abklatschen, werde es einfach umbauen. Inzwischen ist man halt dann doch ein kleines bisschen mehr erfahren auch. So, das brauchen wir. Mit dem ganzen Spiel hier. Und da muss ich auch gleich mal was kicken in der Steuerung. Denn das hatte mir Retschi mitgeteilt. Das wäre dann wohl ein kleiner Trick. Falsche Tasten. Aufnahme läuft da noch. Wie man das wohl hinkriegt, dass man an dieser Buggy Docking Station doch wieder wegkommt. Da muss ich mal gucken. Das war hier über F1. Genau, gucken wir doch mal. Müsste ja hier dann eigentlich auch drin stehen. Next Page. Landing Gear. Ne, P. Er hatte mir gesagt, ich soll P an- und ausmachen. Das ist aber Landing Gear. Ich weiß nicht, ob das das bewirkt, was es soll. Aber na gut. Ja, Handbrake. Wir können es irgendwann mal ausprobieren. Ansonsten haben wir wieder ein ultra beklopptes Ausparkmanöver. Nur macht dann ja auch nicht viel, ne? So. Zack. Und zack. Wie gesagt, ich habe jetzt hier auf normal gestellt. Also bin aber ganz froh, dass noch nichts einschlägt. Also in meiner Privatwelt hatte ich es wirklich so. Ich habe angefangen zu bauen und schon flogen mir die ersten Asteroiden nur so um den Kopf herum. So, ich hoffe, ja, hier können wir erstmal draufsetzen. Das heißt, wir können hier anbauen. G brauchen wir da mal nochmal ganz kurz für, denn da möchte ich dann das hier einsetzen. Ja, komm, die Sachen brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Muss ich mal kurz überlegen. Halt, stopp. Das flexen wir nochmal weg. Aus einem einfachen Grund. Ich will ein bisschen Farbe ins Spiel bringen.
Geschütztürme. Die setzen wir auf blau. So habe ich es auch mal in meiner Privatwelt gemacht. Da passt das so. Die, wie gesagt, da habe ich auch ein bisschen mehr rangeklotzt als hier. Ist dann halt auch einfacher, wenn man nicht aufnehmen muss, beziehungsweise die ganze Zeit aufnimmt. Da habe ich mehr oder weniger auch mit... waren ja auch schon nach einem Update. Ich hatte, meine Privatwelt ist ja älter als diese hier. Nach einem Update, ich logge mich ein, war erst mein Spawnschiff halb weggebombt. Wirklich vorne, die komplette Front war einfach nur weg. Ich habe das Schiff etwas umgebaut, wieder aufgebaut. Habe mich dann gefreut, dass das funktioniert. Habe dann richtig massiv angefangen zu farmen. Und eigentlich auch nur mit einem Hintergrund. Ich wollte direkt dort richtig reinklotzen. Und habe dann eigentlich gleich zwei große Reaktoren gebaut. Davon halt erstmal einen fertiggestellt für die Energieversorgung. Also Plattform eine kleine. Dann Lager angefangen, wo der große Reaktor hingekommen ist. Und dann ging es auch schon los mit der Lutze. So, jetzt brauchen wir hier wieder das hellgraue. Das müsste das Richtige sein, hoffe ich jetzt. Also weiß ist es nicht. So, da kommt wieder das blaue hin. So. Upp. Zwei große Cargo-Container und. Das war dann auch, ich sag's euch, ein richtiger Krampf, das am Anfang wirklich so bauen, farmen. So ist hier eigentlich auch ist. Nur halt alles ohne Schiffe und so weiter und so fort. Dafür hat es dann aber relativ flott gegangen. Also ich habe dann sehr schnell dort mir meine eine Schiffflotte aufgebaut. Ich habe dort auch mit so einem Miner angefangen, so einem Drillmaster, der ein bisschen anders aussieht als der hier. Ist mein zweites Schiff dann im Endeffekt ja gewesen. Ah, was mache ich denn da? So. Und war dementsprechend dann halt auch schon etwas professioneller, ne? So, das hier wollen wir erstmal fertig putzen. Da brauchen wir dann gleich noch Construction Components und alles für. Damit wir da dann richtig dran, auch drin kommen. Hab mir vorhin aber auch so ein Wälderschiff gebaut mit einem Wälder vorne dran. Was, hab's The Doctor genannt, wo ich sagen muss, das geht richtig super mit den Dingern zu arbeiten. Und ich habe prinzipiell es eigentlich auch vor, das hier zu machen. Ja, okay, wir sind hier gerade in der Produktion, alles klaro. Nehmen wir erstmal. Oh, klar, bumm. Was haben wir hier noch? Power Cells. Die war jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so zwingend braun. Die können wir auch hier oben reinhauen. So, jetzt haben wir erstmal ganz noch auf den Construction Components. Hui! Schweißen die jetzt erstmal, glaube ich, hier rein, bis sie möglichst leer sind. Ja, wie gesagt, der Reggie hatte mich den Tag angerufen, hat sich das hier wohl auch mal angeguckt. Und hat ihm gesagt, man kommt da wohl vorhin, wenn man voll einen Schub gibt und dann P drückt, damit da halt dann kurz die ganzen Dinge ausgehen. Wir werden es irgendwann mal ausprobieren, schätze ich mal. Wow, damit sind sie leer. Na, wir brauchen erstmal wieder Construction Components, eh und je. So. Zack, zack. Halt, stopp, stopp, stopp. Da kommen wir gleich ein paar mehr nehmen hier. Aber ich glaube, da können wir gleich noch mehr produzieren. das müsste Grider sein. Nee, das war Small. Die sehen sich so verdammt ähnlich, ne? Da haben wir schon weitere 500 in Auftrag gegeben. Ressourcen sollten reichen noch. Alles klar. Dann kann er das erstmal durchbauen. Ich glaube aber... Warum kann ich das nicht wegziehen? Na egal, dann. Oh, Low Energy. Suit goes Low Energy. Noch einmal ein bisschen. Ich schweiß jetzt erstmal kurz, wie gesagt, hier noch so ein bisschen Krimskrams dran. So, damit das wenigstens gemacht ist. So, und hier. So, wunderbar. Da haben wir die Construction Component zumindest drin. Interior Plates brauchen wir da auch noch. Alles klar. Das heißt, wir wissen also schon mal, was wir dann als nächstes brauchen. Holen uns ja erstmal Energie. Und hatte auch ein paar nette Kommentare hierzu gekriegt. Zum Beispiel auch, dass man doch lieber erstmal mit Creative anfangen soll, um sich Schiffe zu bauen, wenn man noch nicht weiß, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Jein! Ich finde es eigentlich sehr viel lustiger und unterhaltsamer,
möglichst blind an sowas ranzugehen und es halt wirklich dann zu lernen. Vor allem, wenn ich das mir alles vorher angucke, wie alles funktioniert und dann einfach nur stur runterbaue, könnte ich auch einfach ein Tutorial machen. So müsst ihr ein Schiff bauen, so funktioniert's. Das hat dann für mich keinen wirklichen Erkennungswert mehr. Jetzt habe ich, wie gesagt, ein bisschen was. Also ich habe eigentlich nicht sehr viel mehr gebaut als hier auch, außer halt, wie gesagt, dass ich noch einen... So haben wir wieder... Ah ja, Energie haben wir voll und da haben wir auch wieder... Halt, außer, dass ich hier unsere drei Werkzeuge da jetzt schon als Raumgleiter besitze, als kleines Schiff. Und ja... Wie gesagt, also ich bin der Auffassung, es ist so viel unterhaltsamer, macht auf mir persönlich einfach mehr Spaß dann, es wirklich selber herauszufinden. Und die Construction Components kann ich gleich wiederholen. Wir brauchen auf jeden Fall, weil hier brauchen wir sie auch noch für. Alles klar, packen wir sie erstmal wieder zurück hier. Interieur brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Ja. Dann machen wir es halt mal so. Warum ich die nicht verschieben kann, verstehe ich nicht. Das kann ich auch nicht verschieben. What the fuck? Ah, jetzt geht das. So, bitte das, weil das ist gerade wichtiger. Ansonsten, ja, ich glaube, dann können die Steel Plates, weil die werden wir hundertprozentig auch ganz viel brauchen. Man kennt es ja dann inzwischen doch schon. Also ich finde es unterhaltsamer, es selbst herauszufinden. Und es muss ja auch nicht sein. Dann hat man halt ein bisschen Unterhaltung. Vielleicht amüsiert es ja den einen oder anderen auch. Oh, wow. Unser Connector ist aber ganz schön voll. Ich muss mal gucken, ob ich ihn, ob der noch auf alles einsammeln steht. Hätte ich mir jetzt ja gar nicht so einen Stress machen brauchen. Oh, das müssten wieder die sein. Jawohl. Ja, sieht doch eigentlich auch schon mal ganz gut aus, das Lager hier, ne? Das, da kann man doch schon mal mit arbeiten. So, wie gesagt, hiervon brauchen wir. Wir können doch schon mal ein paar Motoren... Ne, wir können keine Motoren mitnehmen. Wir haben jetzt erstmal das da. So. Also ich habe auf eine höhere Schwierigkeit gestellt. Das weiß ich genau. So, dann haben wir hier soweit alles. Alles klärchen. Alles klar, so jetzt gucke ich mal kurz. Was brauchen wir als nächstes? Bulletproof Glass, Small Steel Motor, Bulletproof. Damit wir zumindest schon mal die Dinger da oben draufsetzen können. Da können wir auch schon mal gucken. Produktion, denn dafür brauchen wir was anderes. Explosives, nein. Wo haben wir denn das Kram? Tools. Ah, genau, die NATO-Munition brauchen wir dafür. Für die MGs. Und da brauchen wir Magnesium für. Das heißt, wir werden uns also gleich auch mal mit unserem Schiff aufmachen, ein bisschen was zu farmen. Farm. So, nehmen wir jetzt erstmal Motoren mit. Hui. Und so. Motor drinne. Da hinten auch. Wie gesagt, das primäre Ziel ist erstmal, die hier oben fertig zu kriegen. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass die Dinge dann auch durch irgendein Update... Wie gesagt, es kann einfach sein, dass die Welt ist ja schon einige Updates her, dass ich die erstellt habe, dass es dadurch gekommen ist, weil die diese Besitzblöcke, also die ID, dass es wem es gehört mit Owner und so, das kam erst danach. Und vielleicht ist das der Grund, warum das eine Schiff da so penetrant angegriffen wird. Zumindest ist das für mich eine logische Erklärung, ne? Hui. Aber ja, lange Rede gar keinen Sinn. Wie gesagt, ich probiere lieber aus, auch direkt im Let's Play. Okay, vier Motoren brauchen wir noch. Weil, dann seht ihr halt auch, wenn man nur Scheiße baut, wenn man Blödsinn macht, das ist doch auch unterhaltsam, ne? So, was brauchen wir noch? Bulletproof Glas brauchen wir auf jeden Fall noch und Steel Tubes. Nehmen wir erstmal die Steel Tubes mit und dann. So. So. Lal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 
Komm, da kommen wir doch von hier dran, oder? Komm mal. Ja! So, das heißt nochmal in diese Richtung. Mit zwei Geschützen sollten wir auf jeden Fall erstmal so weitestgehend sicher sein. Also ich bin mir sicher, dass ich das umgestellt habe, aber... Ich weiß, meine andere Welt steht, glaube ich, auf normalen. Diese hier jetzt auch. Es wäre langweilig, wenn gar nichts passieren würde. Also jetzt wartet man eigentlich schon darauf, dass irgendwie mal ein Asteroid hier reinknallt. Vielleicht habe ich einfach im Moment nur Glück. In meiner anderen Welt, da habe ich anscheinend einen Asteroidengürtel gebaut. Da schlägt wirklich jede halbe Minute schlägt da ein Asteroid an. Die haben ja auch schon die Basis mehrmals zerdepst. Kann man halt da nichts ändern. Das ist dann vielleicht der Reiz dann auch, das irgendwie ein bisschen zu schützen. So ein bisschen bulletproof Glas. Dann können wir jetzt auch theoretisch fertig schweißen. Vorteil, wenn man so ein Schweißschiff hat, selbst wenn es nur einen hat, man macht immer mehrere Teile auf einen Schlag. Beim Bau von anderen Schiffen etwas hinderlich, weil es dadurch einfach wirklich lange dauert, weil es halt kleine, zumindest bei kleinen Schiffen, weil es kleine Komponenten sind und es so großflächig aufgeteilt wird. Und ja, ne, gucken wir mal auf die Folge. Oh, die Folge wäre damit eigentlich ja auch schon wieder um, vorbei und aus. So, den schweißen wir noch fertig und den Conveyor. Dann beende ich die Folge und guck doch mal, ob ich das jetzt wirklich eingestellt habe oder ob da irgendwas... Oh, scheiße. Das war ja klar, ne? Ich hätte es mir nicht wünschen sollen, aber das ist wie gesagt dann auch der Anreiz bei Asteroiden, dass man halt gegen die kämpfen muss. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!